Hey, Markus wieder hier. Nun, wieder ein kleiner Test für euch bezüglich der Kniebeuge. Habe ich mir geklaut von Dr. Stuart McGill, das Hip Rocking. Im Prinzip ganz simpel, es ist ein Test, der euch zeigt, okay, wenn ihr Stabilitätsanforderungen von der Kniebeuge wegnehmt, indem ihr in einen Vierfüßlerstand geht, wie tief ihr in Wahrheit in die Kniebeuge gehen könnt. Also ab wann mehr oder minder sich die Lendenlordose ab wann ihr die Lendenlordose verliert, jetzt habe ich es. Und ja, dann steigen wir gleich einmal ein. Also, Vierfüßlerstand heißt im Prinzip jetzt nichts anderes, als wir haben die 6 Kontaktpunkte. Wir haben die Handflächen genau unter der Schulter, die Knie genau unter der Hüfte, die Zehen aufgestellt. Das ist im Prinzip nichts anderes als in einer anderen Ebene, jetzt eine Kniebeuge. Und jetzt aus dieser Position wandert ihr nach hinten mit dem Popobacken zu den Fersen, so weit, bis ihr die Lendenlordose verliert. Ich glaube, bei mir sollte es noch einigermaßen jetzt okay sein. Und das zeigt euch mehr oder weniger dann übertragen in die Kniebeuge, wie tief ihr gehen könntet, rein theoretisch, ohne zusätzliche Stabilitätsanforderungen, um eine perfekte Lendenlordose und damit auch eine perfekte Kniebeuge ausführen zu können. Ah, ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich natürlich wieder über das Daumen hoch.